Herzlich willkommen zurück zum Bundesliga-Manager-Hattrick, Leute. Wir haben den 34. Spieltag und haben den 5. Mai 2023 erreicht. Und wir sind aufgestiegen, Leute. Wir sind auf Platz 1. Ein einziges Spiel ist noch da. Wir haben 10 Punkte Vorsprung. Das heißt, der Aufstieg ist auf jeden Fall geglückt. Und wie es aussieht, geht es hier ein paar Mannschaften nicht ganz so gut. Wie viele Punkte haben die hier? Illertissen hat, kann noch gegen Rot-Weiß Erfurt oder gegen Wuppertal eventuell ein paar Punkte machen und dann nicht absteigen. Mal schauen. Bayreuth und Trochtessen S. Was? S? Wer ist denn die Mannschaft hier? Trochtessen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall gegen die. Da steht S. Wie erst gegalt. Eine zweite Mannschaft von uns. Nein. Auf jeden Fall gegen die können die. Die sind auf jeden Fall schon abgestiegen. Mal schauen. Wir steigen dann auf und ich weiß nicht, in welche Liga wir kommen. In die Regionalliga B oder dritte Liga A oder dritte Liga B. Stimmt, das ist ja gar keine Regionalliga. Ist ja schon dritte Liga hier, wie es benannt ist. Wir sind ja in der Regionalliga. Okay, ich habe Blödsinn erzählt. Also dritte Liga tatsächlich. Die wurde schon umbenannt. Okay, weil damals im früheren Hattrick gab es hier Oberligen, Regionalligen und so weiter. Und dann gab es die zweite Bundesliga. Schatzen hier aus, Schalke, ganz schlecht, die sind schon fast abgestiegen und so weiter. Und Holstein Kiel und Pauli und Düsseldorf scheinen aufzusteigen. In der Bundesliga schaut wie folgt aus, Leverkusen ist Meister und zwar locker vor Bayern und Stuttgart, die auf Platz 2 bis 3 sind, genauso viele Punkte. Und Köln ist sehr stark abstiegsgefährdet, genauso wie Union und Darmstadt. Oh, da bin ich mal gespannt. Was gab es denn noch für Spiele, Leute? Schachtar Donetsk hat verloren im Finale der Pokalsieger Cup gegen Aston Villa. Die Champions League hat Bayer Leverkusen gewonnen, Leute, gegen Real 2:1. Ja, wow. Euroleague hat Atletico Bilbao leider gegen Bayern gewonnen. Das Hinspiel ist 2:1 ausgegangen, dann 2:0 und dann war es durch. Und der DFB-Pokal ist noch Leverkusen gegen Gladbach. Also Leverkusen kann Triple schaffen, nachdem die Champions League gewonnen haben und und Meister geworden sind. Wenn sie den DFB-Pokal holen, sind die Triple-Sieger. Ja, schauen wir mal. Was gibt es denn noch so Neues? Ja, wir haben natürlich eine ganz schlechte Bilanz mit 4 Millionen Verlust. Ich bin gespannt, ob, weil der BFB hat uns schon mehrmals verwarnt, ob wir das jetzt irgendwie packen können. Ich habe die Aufstellung schon eingestellt. Die besten Spieler spielen letztes Spiel auswärts gegen Wuppertaler SV mit dieser Taktik hier. Und ich würde mal sagen, schauen wir uns das Spiel mal direkt an, Leute. Wuppertaler SV gegen den Topscorer. Gegen den bereits aufgestiegenen Topscorer, muss man betonen. Also auch wenn wir das Spiel verlieren, wäre es eigentlich wurscht. Aber ich hoffe trotzdem, dass unsere Jungs hier Vollgas geben und uns irgendwas bieten. Scheint aber nicht so der Fall zu sein irgendwie. Ich muss mal hier mal die Taktik vielleicht mal ändern. Skühler hat einen Eckball, eine Eckballchance, aber leider geht er wahrscheinlich nie rein. Ne, genau. Ich werde mal hier wichtig mal noch ein Ausrufezeichen dazusetzen. Vielleicht hören sie da ein bisschen mehr drauf. Wir haben doch die besten Spieler auch drin. Also ich weiß gar nicht, was die sich da so anstellen. Ist doch eine mega Mannschaft auf dem Feld. Also für diese Liga auf jeden Fall. Dardai hat eine mega Chance gehabt. Leider nicht drinnen. Und nochmal eine Chance oder eine Halbchance. Und da kommt der Wuppertaler SV mal wieder Richtung unser Tor. Nee, bitte nicht. Ach, schon wieder eine Chance für die. So, jetzt solltet ihr sich auch mal anstrengen hier. Boah, Glück gehabt. Im Stadion am Zoo bei 19 Grad Temperaturen. Wieso ist eigentlich das Wetter so schlecht hier im Mai? Okay, Wuppertal kommt wieder einmal gefährlich nah. Kommt, bremst sie aus. Ja, jetzt Konter, Konter, komm. Und Pass, Pass in die Mitte. Ach du Honk. Off the Donk. Ah, Holy Macaroni. Hey, hier wird passiert ja mal gar nichts. Jetzt eine Chance fürs Kühler. Eieieiei. Das war ein guter Schuss. War ein guter Versuch, aber leider nicht drin. Aber hier vielleicht nochmal die nächste Chance für Nebel. Oder wer ist das? Tabakovic vielleicht. Tabakovic. Ah, der Schuss ist leider nicht reingegangen. Ein 0:0 bis jetzt. Ein Maus 0:0. Aber der Topscorer greifen weiterhin an und wurden scheinbar vom Strafraum geblockt, wenn ich das richtig interpretiere.
Und erneut eine Chance für uns. Und das wird leider auch wieder nichts, wie es aussieht. Naja, immerhin noch 0 zu 0. Ey, strengt euch mal an, Jungs. Das kann doch nicht wahr sein hier. Jetzt kommt der Wuppertaler SV mal wieder. Also wir hatten Chancen plus, würde ich mal sagen. Ne? Wir haben 5 zu 2 Chancen bis jetzt. Jetzt sogar eine weitere Chance eventuell. Aber die schießen nicht rein, die treffen das Tor nicht, die Jungs, und enttäuschen hier im letzten Spiel vor der gegnerischen Kulisse. Es Kühler nochmal eine Chance zum Schluss. Und das war's auch. 0 zu 0, ein langweiliges 0 zu 0 am Ende. Leverkusen ist Meister, wie gesagt. Köln hat es geschafft, nicht abzusteigen. Mainz ist am letzten Spieltag auf dem letzten Platz, also auf dem 16. Platz gelandet. Wow. Union und Darmstadt direkt abgestiegen. Wie gesagt, was war in der zweiten Liga so nochmal? Magdeburg. Lautern hat sogar noch gewonnen am letzten Spieltag. Ist damit auf Platz 16 vorgerückt. Aber es hat nicht mehr gereicht. Der Abstand war einfach zu groß. Kiel, Pauli und Düsseldorf sind aufgestiegen. So, dann gucken wir mal hier. 0 zu 0, genau. War überhaupt irgendjemand dabei bei diesem Spiel? Ja, Sander war sogar von uns dabei tatsächlich. Na gut, ein Spieler immerhin. Und wir sind aufgestiegen, das ist das Wichtige. Wir haben neue Richtige gemacht. Ah, schade. Ach, wir haben 100.000 Euro gewonnen. Ja, wunderbar. Sieger der Meisterschaft ist Leverkusen natürlich. So, was kommt noch? Der P-Pokal hat Gladbach gewonnen. Also kein Triple für Leverkusen. Schade. Aufstiegsrunde. Wird noch gespielt. Ach, hier gibt es eine Aufstiegsrunde. Okay. Kauter wird sich nächste Woche für einen neuen Verein entscheiden. Ja, den habe ich auf die Transferliste gesetzt. Und da ist er, Kauter. Für wen entscheiden wir uns? Natürlich für den, der am meisten Kohle gibt. Aachen, her mit dem Geld. Mannschaft gewinnt den Fairplay Cup der Regionalliga. Prämie 90.000 Euro. Okay. Spieler wurde verkauft. Die Spielergottschaft fällt leider aus. Was hat da? Sehnenzerrung. Okay, was auch immer. Aygün wurde von Türkgücü München für 200.000 an Albstadt verkauft. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Hier auch irgendwelche Verkäufe. Das sind unsere Verkäufe. Und dann gucken wir mal weiter. Engel Tillmann. Ein dem Verein zugeneigter Bauunternehmer möchte ihr nächstes angemessenes Bauvorhaben Stadionperipherie finanzieren. Na gut, da schauen wir mal, ob das überhaupt noch aktuell ist. Wahrscheinlich gar nicht mehr. So, was haben wir hier noch? Verkauft, verkauft. Verkauft, verkauft. Okay. Gut, dann gibt es nichts Neues. Wir haben Saisonende, Leute. Wir haben 206.000 Minus am Ende. Ich heb mal ein bisschen was von der Bank ab. Dass wir wenigstens ein Plus sind. Machen wir mal 250.000. So, jetzt aber. Wieso waren wir eigentlich im Minus? Ah, jetzt haben wir sogar einen Verlust von 5 Millionen. Der DFB verlangt eine Bilanzverbesserung. Oh mein Gott. Wenn wir Pech haben, wird der DFB nicht zulassen, dass wir aufsteigen. Ich habe leider keine Meldung gekriegt wegen dem Toto-Gewinn irgendwie. Wir haben ja 100.000 Euro gewonnen eigentlich, ne? Na gut, ich würde mal sagen, wir klicken mal auf Anstoß. Schauen wir mal, Saisonende. Also, in der Euroleague spielen Stuttgart, Frankfurt, Dortmund, Leipzig. Champions League spielen Leverkusen und Bayern, weil Leverkusen nämlich gewonnen hat. Die Champions League ist eine Mannschaft nachgerückt. Und Pokal der Pokalsieger spielt München-Gladbach. Und Gladbach spielt, was ist das? Pokal der Pokalsieger spielt gegen Brøndby IF. Okay, Champions League Qualifikation. Euroleague ist Leipzig dabei und spielt gegen Sturm Graz. Auswärts zuerst, dann Stuttgart gegen Florenz. Lausanne Sport wird gegen Frankfurt und CFR Cluj aus Rumänien spielt gegen Borussia Dortmund. Sie haben 13 Millionen e Gewinn erwirtschaftet. Was? Vater Staat möchte nun seinen Anteil. 6 Millionen. Wie, wir haben so viel, wie haben wir das gewonnen? Wir wurden doch verwarnt. Möchten Sie versuchen, ein paar Mark zu hinterziehen? Nein, mache ich mal nicht. Okay, was ist das hier? Die Aufsteiger und die Absteiger der Ligen. Okay, Topscorer ist aufgestiegen, wie wir sehen. Und Schott Mainz, Rödinghausen und so weiter sind nachgerückt. Okay, sind wir im TP-Pokal dabei? Die Frage, wir sind nicht dabei, leider, weil wir als Aufsteiger hier nicht ausgelost wurden, oder? Bin ich jetzt irgendwo übersieht das vielleicht? Das wäre natürlich mega, wenn wir DFB-Pokal spielen könnten. Sind wir jetzt aufgestiegen oder nicht? Also irgendwie hatte ich eine Verwarnung vom DFB, aber haben das durchgehen lassen?
Der Leibold fällt aus und der Follow Chris fällt aus. Das ist mir wirklich uninteressant. Es gibt neue Werbeangebote. Schauen Sie doch mal, ob für Sie was dabei ist. Ja, Sie haben die Möglichkeit, ab jetzt neue Werbepartner. Ja, der DFB verweigert VfL Wolfsburg die Lizenz. Was? Wolfsburg ist abgestiegen? Sie verkauften 2.475 Dauerkarten, 556.000 fließen in die Vereinskasse. Ihr Dispositionskredit wird von der Bank auf 1 Million Euro festgesetzt. Ihre Jugendarbeit trägt Früchte. Ein Jugendspieler stürzt ihr im Kader. Ja, mega. Aber wenn ich das City sehe, sind wir aufgestiegen. Und ja, wir sind in der dritten Liga, in der A-Liga. Spielen gegen Duisburg, Dynamo, BFC Dynamo, Blau-Weiß Lohne. Die sind auch mit aufgestiegen. Ulm, Sandhausen, Preußen Münster, Waldhof Mannheim, Hochwald Homburg, Phoenix Lübeck, Viktoria Köln, Regensburg, Oldenburg, Schalke, die sind abgestiegen hier, Würzburger Kickers, Saarbrücken und Unterhaching. Okay, wird ja spannend hier. Da bin ich mal sehr gespannt. Wie schaut es stärkemäßig aus? Wir sind auf Platz 5 direkt. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Also dafür, dass wir wirklich so eine negative Bilanz gehabt haben, hat der DFB was? 6 Millionen Minus, ja. Oh mein Gott, wir haben 6 Millionen Minus. Das geht ja schon mal gut los. Ich würde mal sagen, wir machen noch die. Nee, wir machen das mit der Werbung und so weiter alles in der nächsten Folge zur neuen Saison, zum Saisonbeginn. Wir versuchen dann unser Minus ein bisschen wegzudrücken, runterzudrücken. Ein bisschen. Die Mannschaft muss ja bezahlt werden und so weiter. Aber wir können mal unseren Jugendspieler mal anschauen. Wer ist denn der hier, der Jugendspieler? Wo ist er denn? Mist, hatten wir keinen Platz mehr, weil unsere Mannschaft voll ist. Vielleicht deswegen. Ich sehe nämlich keine Jugendspieler. Nee. Wir haben keinen Platz mehr für Jugendspieler gehabt. Das ist schade. Ich muss nächste Saison daran denken, dass wir eventuell einen Jugendspieler kriegen. Ja, schade, echt. Wäre natürlich mega gewesen, wenn wir einen guten Jugendspieler gekriegt hätten. Erfolge. Erst nach dem ersten Spieltag verfügbar. Okay. Statistiken. Leverkusen, Champions League und so weiter, WM, was gibt es hier noch? Kurven, Tabellenplätze, okay, das können wir erst später machen. Serien und Rekorde, wir sehen die Serie gewonnen. Zweimal heim, oder was soll das mit dem Klammer bedeuten, bin mir nicht sicher. Auswärts dreimal, zu Hause dreimal, so versteht das, viermal hintereinander. Verloren einmal jeweils, unentschieden zweimal, nicht gewonnen. Wo ist der Unterschied zwischen unentschieden und nicht gewonnen? Ja, okay. Wenn man verloren hat, ist ja klar. Okay. Verstehe ich. Nicht verloren, immerhin. 13 Mal. Gesamt 16 Mal sogar hintereinander haben wir nicht verloren. Ja, das ist doch schön. Ohne Gegentor 4 Mal hintereinander. Ohne Torerfolg 2 Mal. Was? Wo wir keine Tore geschossen haben, scheinbar. Tore pro Spiel sieht man hier scheinbar leider nicht. Höchster Heimsieg 6 zu 0 gegen Drochtersen S und 0 zu 4. Heimniederlage hatten wir gegen Schweinfurt. 6 erzielte Heimtore gegen 8 gegen Drochtersen und 4 kassierte gegen Schweinfurt. Höchster Auswärtssieg 3 zu 0 gegen Gütersloh. Höchste Auswärtsniederlage 1 zu 0 gegen Aalen. Erzielte Auswärtstore 4 gegen Schweinfurt und kassierte 3 gegen Kickers Offenbach. Hier stehen noch die Daten da. Okay, was ist das? Minutenstatistik. Okay, das sieht man wahrscheinlich erst in der Saison eben. Naja. Auf jeden Fall war es eine coole Saison, ging recht schnell, hat mir auch wirklich so viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt die Staffel mit Absicht ein bisschen kurz gehalten, damit wir nicht so viel Zeit verlieren in der unteren Liga. Das wird jetzt schon wieder ein bisschen spannender in der dritten Liga. Ich werde trotzdem wahrscheinlich ungefähr gleich so viele Folgen aufnehmen. Und genau, dann sehen wir uns in der nächsten Saison wieder, Leute. Ich speichere mal ab auf dem Let's Play Spielstand und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mich unterstützt und falls ihr Lust habt, schaut in der nächsten Staffel wieder rein. Die wird dann demnächst irgendwann kommen, in ein paar Wochen wahrscheinlich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht das gut. Ciao. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet, oder gespielt Balder, oder gespielt Trapattoni? Strunz! Strunz ist 2 Jahre hier, hat gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt? Strunz! Müssen allein das Spiel gewinnen! Ich bin müde jetzt, erwarte diese Spieler, die Verteidigung dieser Spieler.
Ich habe immer die Schulde über diese Spieler. Einer ist Mario, einer ist der andere Mehmet. Stundenstrecke nicht angespielt, nur 25% des Spiels. Ich habe fertig.